Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwenninger Wildwings nach der Partie gegen den ERC Red Bull München. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Rechten Münchens Coach Don Jackson und zu meiner Linken unser Coach Helmut Diraf. Zuerst an den Ergebnissen: Düsseldorf schlägt die Adler Mannheim mit 3:0, der ERC Ingolstadt Straubing mit 6:2, Hamburg unterliegt den Eisbären Berlin mit 3:5, Kölner Haie Augsburger Panther 4:2, Krefeld Wolfsburg 5:2 und Nürnberg schlägt Iserlohn mit 9:3. Kommen wir zur heutigen Partie. Don Jackson, Ihr Statement bitte. Ja. Guten Abend zusammen und Glückwunsch, Harry, auf die große Sieg. Schwenningen war vom Beginn an richtig bereit und haben das wichtige erste Tor geschossen. Die Top-Reihe bei Schwenningen hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und nach dem 3:1 sind wir ins Spiel zurückgekommen. Nach unserem Anschlusstreffer hat Schwenningen unsere nächsten Fehler wieder genutzt und das Spiel am Ende verdient gewonnen. So, Freude waren Akten und vielen Dank. Dankeschön, Don Jackson. Helmut, ich habe lange drauf gewartet. Glückwunsch zum heutigen Heimsieg und dein Kommentar bitte. Ja, erstmal danke, Olli. Ja. Ich meine, das war natürlich für uns ein Spiel, endlich das Spiel mal ein Spiel zu gewinnen, das so eng ist. Die letzten engen Spiele leider haben wir nicht geschafft, über die Zeit zu bringen oder Punkte zu machen. Ich bin natürlich auch glücklich, weil wie die ganze Mannschaft, man hat es gemerkt, was für eine Erleichterung jetzt war, auch in der Kabine, eigentlich ein Spiel zu gewinnen gegen eine wirklich eine Top-Mannschaft, die uns alles abverlangt hat. Ich glaube, es war ein tolles Eishockeyspiel, was die Zuschauer gesehen haben, eine tolle Atmosphäre. Und wir haben natürlich auch, was man so denken muss, unsere Fans auch dann, glaube ich, ein bisschen Entschädigung, ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht, die eigentlich die letzten Spiele, auch wenn es nicht immer erfolgreich war, eigentlich immer zu uns gehalten haben und ja uns unterstützt haben. Vielen Dank eigentlich an die Fans für die Unterstützung und ich hoffe, dass der Sieg ja ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns alle ist. Das denke ich doch mal auch. Und Fragen heute Abend von Seiten der Presse? Herr Wittmann, bitte. Was ist mit Pelle? Ja, der hatte schon in der Woche, noch vom letzten Wochenende etwas Probleme mit dem Rücken, also das war mehr mit den Rippen. Rippenverletzung hat er heute Tag am Anfang eben den Check da bekommen und ja, war nicht mehr in der Lage, eigentlich zum Eis zurückzukommen. Das ist eine muskuläre Sache. Wir werden sehen, wie schnell das geht. Wir hoffen eigentlich, dass er, oder sind ganz guter Dinge, dass er am Samstag wieder spielen kann. Herr Diraf, wo war heute der Schlüssel zum Erfolg? Sicherlich das erste Drittel, wo wir eben auch die zwei Tore schießen. Wir haben einen guten Schwung gehabt. Wir haben natürlich eine gute Torwartleistung gehabt heute. Das war sicherlich auch ein wichtiger Rückhalt. Wir haben das gemacht, was wir machen wollten, eigentlich schnell diesen Druck zu nehmen, weil wenn wir die Scheibe lang halten oder wenn wir sehr quer spielen, geben wir München viele Möglichkeiten. Oder das ist deren Spiel, uns unter Druck zu setzen. Wir konnten uns oft aus dem Druck befreien. Das war sicherlich, da wurde das Spiel. Für uns lief das halt für uns und wir haben dadurch diese Konterchancen gehabt und ja, Gott sei Dank eben auch einige davon genutzt. Herr Wittmann nochmal. Was machen die Wildwings an Weihnachten? Was machen die an Weihnachten? Ja. Ja, also wir haben morgen noch ein Training. Das ist natürlich, weil wir am 25. wieder, also besser am 26. spielen, haben wir morgen noch ein Training. Der 24. ist frei, die Chance, etwas Weihnachten zu feiern. Weil ab dem 25. sind wir wieder hier am Vormittag zum Trainieren und anschließend geht's mit dem Bus nach Düsseldorf. Mit uns natürlich, ich glaube inzwischen sind es über 1000 Fans, die mitfahren und ja, dann zusammen Weihnachten zu Ende feiern. Weitere Fragen? Alles soweit beantwortet. Darf ich Don Jackson? Achso. Doch, vielleicht noch einen ja, Satz dann zur DEG zum Spiel, dann also wäre ja schön, dann auch mal noch nachzulegen mit einem weiteren Dreier. Wie sehen Sie da die Chancen? Ja klar, wenn man gewinnt, möchte man natürlich gerne weiter gewinnen, gerade in unserer Situation. Wenn man sieht, Düsseldorf hat heute wieder Mannheim 3:0 geschlagen, ist eine Mannschaft, die, glaube ich, jetzt unter den ersten vier ist. Ich weiß nicht, die aktuelle Tabelle weiß ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir kennen sie gut. Wir haben ja vor einer Woche gegen Düsseldorf hier gespielt, haben das verloren. Natürlich haben wir eine Chance. Das ist sicher, wir fahren da nicht chancenlos hin, aber es ist nicht so, dass wir es da als Favorit aufs Eis gehen, nur weil wir heute gewonnen haben. Es ist harte Arbeit, wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel und nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Ist mit Hanno Pickerein und mit Matt Pellich dann noch wieder zu rechnen? Was schätzen Sie? Ja, Pickerein, glaube ich schon, er hat eine fiebrige Erkältung. Das sollte eigentlich in 2 bis 3 Tagen erledigt sein, wenn es da keine Komplikationen gibt. Wie gesagt, Pellich müssen wir abwarten, wie es die nächsten 2, 3 Tage geht. Wir hoffen auch auf Marcel Kurt, der für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, dass wir den hoffentlich in den nächsten Tagen auch wieder, also am
am Freitag wieder im Training haben. Aber wie gesagt, das sind viele Fragezeichen, das werden wir erst die nächsten Tage wissen. Weitere Fragen? Jetzt aber alles beantwortet. Dann darf ich Don Jackson seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg wünschen nach München. Ihnen allen im Namen der Wildwings-Familie ein frohes Weihnachtsfest. Wir sehen uns dann wieder gegen Köln am 30. Dezember und allen Fans natürlich einen schönen Sonderzug nach Düsseldorf. Dankeschön, Abend zusammen.